So, damit hallo und herzlich willkommen zurück und ja, wir brauchen diverses Zeugs. Ja, definitiv. Wir brauchen Zeugs. Viel Zeugs. Eigentlich brauchen wir von allem was. Also wir haben ja jetzt letztes Mal schon unser Gefährt hübsch gemacht. Ja, kann man so sagen. Jetzt ist es dran, entsprechend noch mehr Ressourcen zu sammeln. Es wird ja zum Glück auch gleich Tag, das heißt, wir können es dann hier ranmachen. Und hoffen natürlich nur das Beste. Ja. Aber seien wir mal ehrlich. Es sieht schon verboten gut aus, oder? Ja. Muss man wirklich sagen. So mit diesem Unterboden praktisch, den wir jetzt drumherum gebaut haben. Schon echt schnieke. So, das andere Ding ist da immer noch. Leider. Wir hatten ja gesagt, wir wollten jetzt mal da oben zu dieser Station fahren, genau. Die komischen Dinger kümmere ich mal. Eine Kackspinne. Guck mal, hier ist ein Stein. Ach, da ist so ein Viech. Eieiei. Oh, oh. Das ist nicht gut. Nee, es ist gar nicht gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir irgendwie drehen können. Ach, okay, gut. Das weiß ich bloß nicht, ob wir Schaden genommen haben oder nicht. Ja, das sehen wir gleich. Wenn wir da sind, machen wir mal Halt und gucken mal, wie es aussieht. Ich hoffe ja nicht. Ein bisschen senken. Dann mal schnell hier. Ein bisschen bohren. Nichts drin hier? Echt gar nichts? Komm schon, wie ist ein bisschen. Ah, sieht aber ganz gut aus. Okay, sehr schön. Transport-Hub. Also der ist anscheinend feindlich. Ich muss dann mal die Geschütze aktivieren. Dass man nicht die Möglichkeit hat, sich zu drehen, ne? Das ist so ein bisschen ätzend. Er muss, glaube ich, höher fliegen. Da kommen schon die anderen auch noch. Ich geh mal raus und sammle mal das Zeug sein. Ah, Schnieke. Keine Ahnung, was das da hinten ist. Interessiert mich jetzt. Eisenerzlager, yes! Endlich. Endlich haben wir eins gefunden. Wurde aber auch mal Zeit, ehrlich gesagt. Aber dieser Transport-Hub ist eigentlich genau das, was ich haben will. Ja, deshalb plündern wir mal fleißig. Aber sieht gut aus, ne? Ja, ich mag diesen Baustil irgendwie. Sind die böse? Ich weiß es nicht. Deshalb greifen sie nicht an. Das hat aber nichts zu bedeuten, ehrlich gesagt. Ah, nur weil sie jetzt nicht angreifen, heißt es nicht, dass sie das generell nicht tun. So, ich nehme alles mit. Genau. Sehr schön. Genau, alles meins. Alles meins. Mit dir reden kann ich nicht, okay. Aber so wie es aussieht, sind die hier friedlich. Das ist gut. Oh, wie viel Erfahrungspunkte das gerade gibt. Yes!
Saugeil. Aber mein Inventar ist voll, haben wir gerade gehört. Ich glaube, das sind so Verteidigungsroboter. Ja, genau, mach die mal alle platt. Habe ich denn noch eine Frachtbox dabei? Okay, wir sollten, glaube ich, mal eine Frachtbox installieren, wenn ich das so sehe. Anscheinend habe ich nämlich keine dabei. Und das ist nicht gut. Nee, echt nicht. Oh, was haben wir denn hier? Hallo. Ah, du gibst mir Essen. Kann ich denn nicht das an dich geben? Anscheinend nicht. Hm. Ah. Meins. Du brauchst es eh nicht. Sage ich jetzt einfach so. Wahrscheinlich kriege ich gleich so derbs welche aufs Maul. Ich gehe mal ganz stark von aus. Oh, was haben wir denn hier? Komisch, die Kühlschränke sperren sie nicht ab, ne? Den Rest schon, aber die Kühlschränke nicht. Hm, okay, da kann ich nicht drauf zugreifen. Schade. Ist irgendwie ein Hangar. Ist ja schnieke gebaut. Ich glaube, das sind Quartiere hier, ne? Entsprechend. Ja. Das sind Quartiere. Schade. Müsste ich dann kaputt machen, aber dann drehen die garantiert durch. Wette ich drauf. Das möchte ich ja nicht. Nein, wir wollen nicht, dass sie durchdrehen. Noch mehr Quartiere. Anscheinend. Es muss doch irgendwo noch was anderes geben als Quartiere. Hm. Auch ein Quartier? Ja, auch ein Quartier. Das war nur die Farm, genau. Hier war ich ja schon drin. Da drüben ist auch eine. Ah, da oben waren wir noch nicht überall. Sehe ich gerade. Hallo. Hm. Gibt es denn irgendwo was Interessantes? Ach, guck mal hier. Ah. Hier versteckt er das gute Zeugs. Und ich habe mich schon gewundert, wo ich das finde. Hm. Trotzdem wundert es mich, dass es irgendwie, dass es richtig so einen Handelsbereich gibt, ne? Wo ich halt handeln kann mit anderen. Okay, hier vielleicht mit ihm? Ah ja. Was hast du denn? Okay, du hast nur Medikits und sowas. Das interessiert mich jetzt nicht so richtig. Schrotflinten-Upgrade. Das nehme ich mit. Da lasse ich dann das hier. Warte mal. Oh, so. Hi. Du kannst den Zement behalten und dafür will ich das haben. Genau. Warte mal. Was noch? Genau, das hier. Ja, wundergeil. Raketenrucksack. Das ist ja so. Ah! Sehr gut. Komm.
Nehmen wir das hier mit. Ja, super gutes Zeugs hier, was der dabei hat. Hammerhart. Wo hast du das her, Mann? Du solltest nicht damit spielen, glaub mir. Das ist nichts für dich. Hier, das waren auch Quartiere, glaube ich, ne? Genau, das waren auch Quartiere. Das da unten, das Orange. Das war die Bar. Also Kantine vielmehr, genau. Das ist auch irgendwas in der Richtung. Das sind, glaube ich, auch Quartiere, ne? Ja. Diesen Stein noch mit abbasteln. Hm, das ist ein Eisenerz bekommen. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass wir hier Eisenerz gefunden haben. Ja. Das heißt, da gehen wir auch gleich mal hin und bauen halt auch mal was ab. Ja, also wenn ich da schon jetzt die Möglichkeit habe, entsprechend. Na. Mist, Inventar ist voll. Super gut, ehrlich gesagt, ja. Das ist richtig geil. Das ist so... Oh. So, komm los. Total vergessen. Ja, ich denke da immer irgendwie nicht dran. Ich weiß. Voll doof irgendwie. Ja, ich muss da noch irgendwie mehr dran arbeiten. Am besten ist es dann hier, sich direkt runter zu buddeln, habe ich den Eindruck. Aber ich hole mein Schiff ran, das ist mir zu weit weg, wenn da jetzt irgendwas passiert. Dann habe ich die A-Karte gezogen. Apropos. Warte mal. Ich packe mal das dahin, dann habe ich nämlich noch Platz für das. Dann kann ich noch ein bisschen Erfahrungspunkte mitsammeln. Und dann machen wir ganz kurz hier PDA und gucken mal, was wir so freigeben können. Nee. Aber Waffen, da können wir jetzt eine... Achso, die neue Schrotflinte kann ich noch nicht. Okay. Das dauert noch. Schade. Da gibt's auch nix. Mhm. Anzugstation, nee. Hat irgendwie nichts Interessantes hier gerade, ne? Kurzstrecken-Warp-Antrieb. Naja, will ich auch nicht haben. Hier, Basis, gucken wir mal. Nö. Gibt's denn echt nichts gerade? Also ab Stufe 10 gibt's wieder ein bisschen was, ja. Aber machen wir zumindest Rolltore, komm. Was soll's? So, dann holen wir uns Eisen. Achso, stimmt, ich wollte ja näher ranfahren. Ja, aber wenn ich jetzt schon da bin, dann sollte ich auch wirklich zusehen, dass ich halt was mitnehme. Ich schau mal kurz, ob ich hier irgendwas habe, was ich da oben mit reinpacken kann. Okay, das ging schon mal. Mhm. Stimmt, ich könnte hier Sauerstoff mit reinpacken. Na. Wunderbärchenhaft. So, schön das Eisen holen. Genau, wir buddeln uns hier so straight runter. Dann nehmen wir alles mögliche mit, was wir dann finden können. Sau gut. Ich frage mich immer, ob ich den Erzscanner wirklich dabei haben muss oder ob das auch so funktioniert. Ich glaube ja, ich glaube, ich muss ihn dabei haben. Gibt jetzt auch ein neues Tutorial seit dem letzten Update, was seit ein paar Tagen draußen ist. Damit man halt entsprechend mit den neuen Eigenschaften Bescheid weiß, wie das Ganze funktioniert. Finde ich ziemlich gut, dass man da wirklich nochmal extra ein neues Tutorial für entworfen hat. Ganz sinnig, ne? Ja, das andere Tutorial ist ja noch von Anno Quax. Deshalb, da musste man auch mal langsam was ändern. So, jetzt bitte ein Stück weiter.
Ich denke, wir werden auch bald das Ding hier vollladen. Und werden uns eine eigene Basis basteln. Ich weiß bloß noch nicht genau wo, aber ich weiß schon wie. Ja, ich finde, eine eigene Basis muss schon sein, ne? Schon ein bisschen Eisenerz bekommen. Geht, ne? Also mega viel ist es nicht, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das ist auch das größte Problem. Also das, der Überlebenskampf ist jetzt krasser geworden. Finde ich aber gut. Ich mag das ja, so ein Survival-Krams. Sehr schön. Eisen, sehr schön. Nächste, das ist ein Riesenvorkommen. Dup, 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 dup. Oh Gott. Wie soll ich da hinkommen? Ah, ich brauche das andere Bohrgerät, ganz klare Sache. Mit dem hier kannst du es auf Dauer vergessen. Da ich das halt wirklich direkt ranlatschen musst, bist halt viel zu gehandicapt. Ah, das dauert alles zu Ewigkeiten. Aber es ist noch hell draußen. Naja gut, wir haben noch knapp 4 Stunden, ne? Ist aber auch nicht mehr so viel Zeit. Mal sehen, wie die Zeit runterrennt. Eieiei. Na gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann ja morgen wieder. Bis dahin. Euer Star Zauber.